Wir waren uns einig, 27 Mitgliedstaaten, dass Donald Tusk der richtige Präsident für uns ist. Nur Polen hat sich diesem Votum nicht angeschlossen. Ja, was für ein Signal aus Brüssel. Die Europäische Union streitet auf ihrem Gipfel. Polen blockiert alle anderen Länder aus Protest gegen die Wiederwahl eines polnischen Ratspräsidenten, nämlich Donald Tusk. Eine gemeinsame Schlusserklärung wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Dabei wollte man gerade jetzt über die gemeinsame Zukunft reden. Das Miteinander ohne die Briten. Heute Morgen im Bundestag, da sprach die Kanzlerin noch vom Europa der zwei Geschwindigkeiten. Und heute Abend, da bewegte sich dann erstmal nichts mehr. Polens Blockade, die EU in der Krise, das ist unser Thema heute. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Phoenix-Runde. Und das sind meine Gäste. Ich begrüße Richard Kühnel, er ist der Vertreter der Europäischen Kommission hier in Deutschland. Herzlich willkommen. Guten Abend. Lynn Selle ist bei uns, Politikwissenschaftlerin und ja, junge, engagierte Europäerin im Bundesvorstand der Europäischen Bewegung Deutschlands. Schönen guten Abend. Ja. Rolf-Dieter Krause, langjähriger Europakorrespondent und Studioleiter des Westdeutschen Rundfunks, des Europastudios in Brüssel. Almut Möller, Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Herzlich willkommen. Herr Krause, das war so ein Abend in Brüssel, wie Sie natürlich viele schon mitgemacht haben in Ihrer langen Korrespondentenzeit. Man erwartet, da wird jetzt was beredet, man setzt sich zusammen, man will über die Zukunft reden. Im März sollen 60 Jahre römische Verträge gefeiert werden. Es gab vorher einen Plan von Juncker. Und dann streitet man sich über eine Personalie und die Polen blockieren den Rest. Ist das typisch EU? Leider ja. Wir haben das erlebt, ein schönes Beispiel dafür erlebt, warum Europa so vielen Bürgern heute nur noch auf den Wecker geht, sie die Schnauze voll haben davon, weil Europa missbraucht wird für innenpolitische Spielchen. Und eine Mehrheit der Länder, ich meine, hier haben 27 Länder etwas gewollt, diesem wehrlos ausgeliefert sind. Und alles, was da sonst diskutiert wird über Strukturveränderung, Kerneuropa und sonst was, das kann man knicken, solange das so ist. Europa braucht Einigungswillen. Kein Verein, auch nicht der europäische, wird nur durch seine Satzung, also die EU-Verträge, zusammengehalten. Der muss getragen sein vom Willen der Mitglieder, dass man sich einigt, dass man sich am Ende verständigt. Und wenn ein Land aber sagt, oder vielleicht auch zwei Länder sagt, das machen wir nicht, und das ist ja inzwischen alltäglich in Europa, dann klappt das nicht. Und da wir leider nicht die Möglichkeit haben, Länder auszuschließen, die da Störenfriede sind, was in jedem Verein sonst so wäre, muss Europa darüber nachdenken, ob es sich nicht zu Möglichkeiten schafft oder ob sie nicht andere Wege gehen. Aber ist es in dem Fall skandalös? Ist es skandalös in meinen Augen. Ist es die Schuld Polens oder ist es sozusagen die Schuld des Konstruktes, der Mehrheitsfindung? Wissen Sie, die Europäer waren ja rührend naiv. Die haben dieses Europa so konstruiert, dass sie gesagt haben, wenn einer einmal europäisch geworden ist, einmal demokratisch geworden ist, einmal sich zur Rechtsstaatlichkeit verpflichtet hat, dann werden die alle so glücklich damit sein, dass die nie wieder zu was anderem gehen. Polen, das ist nicht das Einzige, Polen und Ungarn sind heute in einem Zustand, in dem sie nicht in die EU aufgenommen werden würden. Die Rechtsstaatlichkeit stimmt nicht, die Pressefreiheit stimmt nicht, ganz viele Bürgerfreiheiten stimmen nicht. Und im Übrigen haben sie beide ein Verständnis von Gemeinschaft, das einfach nicht zu der EU passt, der sie mal beigetreten sind. Und eigentlich müsste man sie rauswerfen. Das gibt es nicht, weil sich kein Mensch vorstellen konnte, dass Länder sich so entwickeln. Sie tun es aber trotzdem. Bevor wir darüber reden, was man dann tun müsste, bleiben wir noch mal einen Moment bei diesem Abend. Herr Kühnel, wenn Sie das hören, was Herr Krause sagt, das ist ein Europa, das geht den Bürgern auf den Wecker. Können Sie das nachvollziehen? Es gibt in Europa genug Probleme, die wir nicht lösen. Und jedes Mal, wenn ein Problem nicht gelöst wird, ärgert das natürlich die Menschen. Auch uns, die in Europa und für Europa arbeiten, ärgert es, wenn Dinge nicht gelöst werden. Und so etwas, was heute passiert ist, hätte nicht passieren sollen. Das ist ein innenpolitisches, innerpolnisches Scharmützel, eine Fehde, die auf die europäische Ebene getragen wird und dort nichts verloren hat. Es gab immer in der Vergangenheit natürlich innenpolitische Probleme in den Mitgliedstaaten, aber das hält man fern von internationaler oder europäischer Ebene. Ist hier nicht geschehen, aber es war auch ein klares Ergebnis der 27 anderen. Es war ein klares Wahlergebnis und zeigt daher auch, dass Europa eben sehr wohl funktioniert, weil das Prinzip der Wahl des europäischen Ratspräsidenten ist eines mit qualifizierter Mehrheit. Das wurde angewandt. 27 Staaten waren für die Wahl von Präsident Tusk.
Und damit haben wir die Verlängerung des Ratspräsidenten. Okay, Präsident Tusk ist gewählt, aber die Polen drohen damit, eben die Schlusserklärung dieses Gipfels nicht zu unterzeichnen. Sind wir also doch nicht weiter, oder Frau Möller, wenn wir das sehen heute? Ich glaube, man muss auch die Erwartungen an jeden einzelnen Gipfel immer mal ein bisschen runterschrauben. Das sind ja im Grunde Kabinettssitzungen, die jetzt permanent stattfinden, auch seit Jahren stattfinden, gerade in diesen Krisenzeiten. Da wird nie irgendwas gelöst und abschließend besprochen oder sehr, sehr selten. Insofern, aber was sind das für eine Aussage? Da wird nie was gelöst, Frau Möller, warum kommen wir denn zusammen? Man darf die Erwartungen nicht zu hoch setzen auf diese Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs für einige Stunden. Mhm. Denn die Dinge, das deutsche Bundeskabinett trifft sich auch in ganz regelmäßigen Zyklen und natürlich werden Dinge entschieden irgendwann dann auch. Da aber sozusagen abschließend zu erwarten, und diese Erwartungshaltung wird auch häufig in den Medien suggeriert durch den starken Fokus auf diese Gipfel, dass wir am Ende rausgehen und die Flüchtlingskrise, die Eurokrise und so weiter gelöst haben, das ist auch eine schiefe Wahrnehmung. Insofern ich bin der Meinung von Herrn Kühnel, dass das natürlich ein Zeichen ist, das gerade überhaupt niemand braucht. Denn die Europäische Union, die Staaten, die die Zusammenarbeit wollen, die müssen jetzt eigentlich raus und sagen, wir sind kraftvoll, wir können Dinge bewegen, wir wollen den Mehrwert von Zusammenarbeit wieder zeigen. Das ist ja das, was die Menschen auch zunehmend anzweifeln, dass der Mehrwert, über den wir immer sprechen in Europa, der evident ist natürlich, aber irgendwie trotzdem bei vielen Menschen inzwischen der Eindruck entsteht, auch berechtigterweise, ist das wirklich so, wenn am Ende doch irgendwie die Entscheidungen so lange dauern? Ja, also das ist das eigentliche Thema. Mhm. Frau Selle, Sie sagen ja, Europa ist sinnvoll, engagieren sich dafür. Wenn Sie das dann sehen, kriegen Sie dann trotzdem schlechte Laune und denken, warum engagiere ich mich eigentlich dafür? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Europäische Rat auch nicht mein Lieblingsgremium auf EU-Ebene ist. Und ich finde, dass heute Abend ist auch wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, warum eigentlich sozusagen der Europäische Rat als Entscheidungsforum, weil ich würde schon sagen, dass gerade jetzt in der Eurokrise, in der Migrationskrise wurden da wegweisende Entscheidungen getroffen, aber das ist eigentlich die falsche Institution, um diese Entscheidung zu treffen. So, da gehen 27 oder 28 Regierungschefs rein. Es gibt eine Nacht der langen Messer, man weiß nicht, was passiert, und am Ende kommt irgendein Ergebnis bei raus. Es ist nicht demokratisch, es ist nicht transparent und es ist auch nicht zurechenbar. Darum bin ich der Meinung, dass der Europäische Rat eigentlich als Institution auch sich viel zu sehr in wirkliche legislative Entscheidungen einmischt, die eigentlich den eigentlichen Institutionen, also dem Rat und dem Europäischen Parlament, obliegen. Also dass der Europäische Rat eigentlich viel zu viel Macht hat und sich dann an diesen innenpolitischen Spirenzien aufhält. Ja, und es scheint ja auch eine Machtfrage zu sein, Herr Kühnel. Die Polen haben dann heute gesagt, es ist jetzt klar, man sieht, dass die Europapolitik eben von Deutschland dominiert wird. Und also dass es ganz klar ist, dass die Deutschen diejenigen sind, die sozusagen, wo es in Europa lang geht. Was ereignen Sie denn, Herrn Kaczynski, dem polnischen 27 Stimmen, eine davon kommt aus Deutschland. Und ich weiß nicht, was hier oft, glaube ich, im Hinterkopf bei ihm schwingt, weil es sind ja auch nicht die Polen. Und ich glaube, wir müssen auch hier aufpassen, dass wir nicht hier so generell über die Polen sprechen. Die Polen sind nach Umfragen extrem europafreundlich als Bevölkerung. Das ist ein Land mit einer tollen Wirtschaft, mit einer tollen dynamischen Bevölkerung, die proeuropäisch eingestellt ist. Wir sprechen hier von einer Regierung und innerhalb der Regierung dann noch von sozusagen der Partei, die dahinter steht. Und dass das dann oft so reduziert wird auf Deutschland, tut der Sache nicht gut und stimmt auch so nicht. Europa wird entschieden in einem gemeinsamen Prozess aller 28 Länder. Deutschland ist eine wichtige Stimme, aber nie die einzige. Mhm. Herr Krause, wie sehen Sie es? Ich stimme Ihnen nicht zu. Ich halte die polnische Zustimmung zu Europa, die gibt es, da haben Sie recht. Da würde ich gerne mal wissen, wie die aussehe, wenn Polen nicht der größte Nettoempfänger von Geld aus Europa wäre und damit von Geld aus Deutschland, sondern ein Nettozahler wäre, der andere Länder mit unterstützen müsste, so wie wir das zum Beispiel tun. Ich glaube, die polnische Zustimmung zu Europa wäre verflogen in einem Tempo, das sie sich gar nicht vorstellen können. Das ist, wenn Länder Europa nur deswegen zustimmen, weil sie aus dieser Kasse sehr, sehr komfortabel alimentiert werden. Das gilt ja für Ungarn genauso. Das sind Länder, die sonst nur von der nationalen Souveränität daher schwafeln, die sie selbst nicht sichern könnten. Sie wären ohne die Hilfen aus Europa
bei weitem nicht in dem Zustand, in dem sie heute sind. Ja, da stimme ich nicht. Und ich sage Ihnen, das ist eine Zustimmung zu Europa, die kein Mensch braucht. Eine gekaufte Zustimmung braucht niemand. Sondern sie brauchen einen bestimmten Spirit. Und ich meine, Sie sagen mit Recht, wir können nicht sagen, die Polen, in der Tat, es gibt in Polen jede Menge Menschen, die anders ticken als die jetzige Regierung. Die jetzige Regierung können Sie auch politisch fast nicht mehr analysieren. Die brauchen Sie fast schon die Psychopathologie dafür. Aber die Polen können, das ganze Land Polen kann von Glück sagen, dass in Deutschland jeder versucht, die Emotionalität dort so weit wie möglich zu vermeiden. Was soll denn eine Bevölkerung denken, die genau weiß, dass sie dieses Land zu einem nicht unwesentlichen Teil alimentiert und gleichzeitig hört es dauernd aus diesem Land, dass wir irgendwelche Idioten sind, die alle anderen nur beherrschen wollen und so weiter. Das geht doch auf Dauer nicht. Ja, da muss ich schon, also, ich bin jetzt zwar Österreicher, aber deswegen maße ich mir nicht an, Psychoanalytiker für die Polen zu werden. Und ich glaube, ich will auch nicht interpretieren, warum die Polen jetzt proeuropäisch sind. Man darf doch, glaube ich, nicht den Fehler machen, zu unterschätzen, dass jedes Land, jedes Volk für Europa sein eigenes Narrativ hat und eine eigene Geschichte mit Europa verbindet. Und die Polen haben eine schwierige Geschichte im 20. Jahrhundert hinter sich gelassen. Und diese schwierige Geschichte, die sie hinter sich gelassen haben, hat über die Solidarność-Bewegung sie in dieses vereinte Europa geführt. Und das ist, glaube ich, die Hauptmotivation. Aber kann der eine Gemeinschaft beigetreten, die ein anderes Narrativ hatte? Moment, Sie sind einer Gemeinschaft beigetreten, von der Sie wussten, dass die mehr sein wollte als nur ein Binnenmarkt. Und wenn man einem solchen Verein beitritt, der ein anderes Ziel hat, dann kann man nicht hinterher sagen, ja, wir treten bei, aber wir verändern die Ziele und jetzt wollen wir nur noch einen Binnenmarkt haben. Kann es denn überhaupt funktionieren, wenn jedes Land sozusagen seine eigene europäische Geschichte dazu erzählt? Also ich glaube, dass einer der Gründungsbausteine der Europäischen Union ist ja Vielfalt in Einheit. Und ich glaube, Vielfalt ist schon etwas sehr Wertvolles, wenn sie sich auf einem gemeinsamen Fundament befindet. Und ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass wir momentan ganz massive Probleme in Polen haben, was Rechtsstaatlichkeit angeht, was sozusagen eine Übergriffigkeit der Exekutive auf die Judikative, auf die Legislative angeht. Aber was wir auch sehen, ist, dass Hunderttausende Polinnen und Polen auf die Straße gehen, um gegen Abtreibungsreformen zu demonstrieren. Was wir auch sehen, ist, dass, ich habe mich lange in Jugendverbänden engagiert, dass gerade junge Polen sehr, sehr proeuropäisch sind und im Gegensatz zu ihrer Regierung derzeit sich ganz klar für mehr Solidarität und Einigkeit aus... Die Mehrheit steht hinter der Regierung. Ja, aber trotzdem kann man deswegen nicht sagen, dass alle Polen und Polen an sich... Aber irgendeine Minderheit haben sie immer, die Mehrheit zählt nun mal. Aber so ein Zeichen, ich glaube, so ein Zeichen der Isolation ist in diesem Augenblick weder gut für Polen, noch ist es gut für die Europäische Union. Und das Thema Mehrheitsentscheidung, ja, in der Europäischen Union bewegt man letztlich nur Dinge, wenn man Mehrheitsentscheidungen hat. Insofern ist auch das klare Bekenntnis der Bundeskanzlerin zu Mehrheitsentscheidungen wichtig an der Stelle. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, die EU wird auch nicht zusammenkrachen, weil die polnische Regierung jetzt nicht den Ratspräsidenten unterstützt, den Präsidenten des Europäischen Rates. Umgekehrt haben wir kein Interesse daran, dass sich eine Regierung weiter so isoliert. Das ist eine Position, ein Umgang letztlich miteinander, der auch nicht durchzuhalten ist. Insofern glaube ich, müssen wir jetzt sehr stark darauf setzen, auch den Polen zu helfen, aus dieser Ecke wieder rauszukommen, so schwer das auch sein wird. Wie soll das denn gehen? Denn sie werden, die Polen haben ganz klar artikuliert, dass sie eine eigene Vorstellung davon haben, welche Dinge ihnen in der Europäischen Union nicht passen. Und da jetzt mal sozusagen jenseits der Wertefrage, die natürlich eine ganz entscheidende ist, haben sie artikuliert, dass sie stärkere Zusammenarbeit der Regierung wünschen, dass sie weniger Gemeinschaftsinstitutionen wünschen. Das kann man nicht teilen, ich teile das auch nicht, aber ich glaube, es ist wichtig, im europäischen Konzert der Stimmen diesen Stimmen auch einen gewissen Raum zu geben und eine gewisse Ernsthaftigkeit zunächst einmal beizumessen, denn wir kommen nicht weiter also und wir müssen anzuerkennen. Nö, das ist keine Belohnung für Blockade, das ist ein Umgang miteinander in der Europäischen Union, der sich, sagen wir mal, in einer politischen Kultur, finde ich, die wir eigentlich in Europa haben sollten, abbildet, die sagt, wir setzen uns gemeinsam an die Tische, die sind nicht immer unbedingt der Tisch, den wir heute gesehen haben, und versuchen miteinander auch in solchen schwierigen Situationen wieder an einen Tisch zu kommen. Das ist zutiefst europäisch. Wir sind uns doch alle seltenst einig. Dass das so zugespitzt ist wie jetzt, ist natürlich dramatisch. Und wir sehen ja auch, dass die Bundesregierung...
Frau Schiphol, die Ministerpräsidentin, darf nicht handeln. Was immer Sie mit ihr bereden wollen, da muss sie erst zu ihrem Parteichef gehen und dann fragen, ob sie das darf. Der aber ist nicht der Gesprächspartner internationaler Partner. Hm. So, weil er nur Parteichef ist und nicht Regierungsvertreter. So, umgekehrt ist es. Und die haben das ja auch noch so konstruiert, dass man mit ihnen kaum reden kann. Und übrigens, der Skandal ist doch nicht, dass die der Wahl von Herrn Tusk nicht zustimmt. Das ist ihr gutes Recht. Und wenn Sie mich fragen, so ein doller Ratspräsident war Herr Tusk auch nicht, dass man den mit großem Gejubel jetzt wieder wählen muss. Der Skandal ist, dass Sie Ihre Niederlage ummünzen in eine Blockade bei etwas, wo die Einstimmigkeit gebraucht wird. Nämlich bei diesen Schlussfolgerungen, wo der Europäische Rat in der Tat noch nicht alle Probleme dieser Welt löst, aber wieder der Lösung einen Schritt näher zu kommen versucht. So, das ist ein mühsamer Prozess, das ist manchmal so, die Fragen unserer Zeit sind auch schwierig, aber den halten die Polen auf. Wie so ein beleidigtes Kind, das da sein Räppelchen nicht gekriegt hat. Aber das zahlt sich ja nicht aus. Deswegen sagt ja die Bundesregierung gemeinsam mit den Franzosen, gemeinsam mit den Italienern, gemeinsam mit den Spaniern, wir müssen auch ein Zeichen setzen gegen diese bewussten Störer und Bremser. Und wir wollen jetzt Dinge tun, weil wir ambitionierter sind. Das ist eine weniger direkte Drohgebärde, aber es ist auch eine klare Ansage. Und davon also wird sinnvoller auch Polen nicht profitieren. Ja, also gucken wir mal ein bisschen auf die Vorschläge, die ja auch auf dem Tisch sind, die in diesem sogenannten Weißbuch von Juncker da sind, wie man halt eben die Zukunft der EU gestalten könnte. Der erste Punkt heißt weiter so wie bisher. Würde das Sinn machen? Super. Können wir relativ schnell abräumen, oder Herr Kühne? Nein, kann man nicht, weil ich meine, okay. So wie bisher heißt natürlich, dass wir die Sache ja gut machen wollen. Wir haben eine positive Agenda von Themen, die wir bearbeiten. Das ist in der Sicherheitsunion, in der Migrationsagenda, in der Wirtschaftspolitik. Da gibt es eine Reihe von Dingen, die wir besser machen können, wo wir mehr Durchsetzungskraft brauchen, aber wo im Grunde die Agenda nicht versetzt. Also weiter so heißt nicht weiter wurschteln, sondern eine klare Reformpolitik. nein, eben nicht. Okay. Wir haben eine klare Reformpolitik und die Reformpolitik wollen wir fortsetzen. Das ist die erste Option, vielleicht jetzt nicht die attraktivste, aber eine Möglichkeit. Mhm. Keine schlechte. Was sagen Sie zu weiter so wie bisher? Was kommt da in Ihnen auf? Weil Sie wollen ja festhalten an diesem Europa. Sie gehen auf die Straße dafür. Ja, genau. Und ich glaube, dass es weiter so, die vielleicht neben dem nur einen Binnenmarkt zu haben, glaube ich, die am wenigsten attraktivsten Optionen sind. Wenn ich jetzt aus Perspektive der europäischen Bewegung denke, wo 250 Vereine, Verbände vom DGB bis BDI organisiert sind, auch kleine Jugendverbände, da haben wir alle sozusagen einen klaren proeuropäischen Anspruch. Aber uns ist auch bewusst, dass so wie es jetzt ist, es einfach nicht funktioniert. Also wir haben einige sehr, sehr große Baustellen, an die man ran muss. Sei es die Frage, dass Europa sozialer werden muss, die Frage, wie gehen wir mit Migration um. Das sind alles Sachen, die momentan einfach faktisch nicht funktionieren und die auch in 2 Jahren nicht funktionieren. So, wir haben gute Initiativen zum digitalen Binnenmarkt und so weiter, aber auf lange Sicht. Sagen Sie denn, was ist denn Ihre Fehleranalyse? Warum funktioniert es denn nicht? Naja, grundsätzlich ist es natürlich auch immer, was ich eben schon gesagt habe, auch eine Frage der demokratischen Gestaltungskraft. Und da sehen wir einfach, wir haben einen Verlust an Vertrauen in Institutionen, nicht nur auf europäischer, sondern auch auf nationaler Ebene. Und das ist einfach in Europa noch viel, viel schwieriger, weil Entscheidungen nicht so einfach zurechenbar sind. Und weil sozusagen das Europäische Parlament immer noch nicht so viel Macht und Einfluss hat, wie es eigentlich haben sollte, weil der Rat nicht nicht durchschaubar ist. Und das sind einfach Probleme der Gestaltungskraft. Und dass natürlich die Mitgliedstaaten oftmals auch kein Interesse an einer wirklichen Lösung haben. Da sind wir wieder beim Polenproblem, dass einige Personen oder Staaten das aktiv hintertreiben, was die Kommission vorschlägt oder auch was aus dem Parlament für Initiativen kommen. Ja. Würde Sie das mit Schrecken erfüllen, wenn es so hieße, weiter so wie bisher? Ich wäre nicht begeistert, aber es ist die wahrscheinlichste Lösung. Weil alle anderen Varianten unter den 27 sehr schwer die nötige Einstimmigkeit finden werden. Und deswegen rechne ich damit, dass das dabei rauskommt. Ich finde nur, ehrlich gesagt, diese 5 Alternativen, die Kommission vorgelegt hat, eigentlich total ärgerlich. Weil sie das eigentliche Problem Europas überhaupt nicht adressieren.
Das eigentliche Problem ist doch der Vertrauensverlust. Warten Sie mal ganz kurz, ich würde Sie mal kurz referieren, damit wir ein bisschen wissen. Also der erste Punkt heißt weiter so wie bisher. Der zweite Punkt hieße dann immer natürlich jetzt als Stichworte nur der Binnenmarkt würde bleiben. Der dritte wäre, wer mehr will, der tut mehr. Das heißt so eine Art Koalition der Willigen. Das haben wir ja schon. Der vierte ist weniger, aber effizienter handeln. Wollen vielleicht ja auch alle weniger Bereiche, wo es dann einen klaren Mehrwert gibt. Und der fünfte ist viel mehr gemeinsames Handeln. Ja, also überall mehr. Da sagen Sie, keiner von den Punkten taugt. Also ich glaube, entweder haben wir das schon. Also es können ja Gruppen von Ländern mehr machen im Rahmen der sogenannten verstärkten Zusammenarbeit. Wir haben ja längst ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten. Das ist für mich eine Diskussion, die so abseits der Problematik, mit der Europa heute zu kämpfen hat, dass ich mich richtig geärgert habe über diese Vorschläge. Die Frage ist doch, wie kriegt Europa Glaubwürdigkeit wieder? Die Menschen vertrauen Europa nicht mehr, weil Europa dauernd irgendwelche Ziele da setzt, Messlatten setzt und dann so aufrechten Hauptes darunter durchläuft und einfach anders handelt, als es redet. So entsteht Misstrauen. Das ist ganz einfach. Und das wird da nicht adressiert. Das ist ja genau der Ansatzpunkt. Es ist ja nicht nur die Europäische Kommission, die jetzt unter anderem eines der Szenarien vorschlägt, zu sagen, nur die mehr machen wollen können, aber möglichst im EU-Rahmen, sondern die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin hat sich ungewöhnlich deutlich in den letzten Wochen dafür ausgesprochen. Das war eigentlich immer eher ein deutsches Tabu. Man war sehr vorsichtig mit einem sehr inklusiven Ansatz. Wir müssen alle zusammengehen und so weiter. Und das reagiert diese momentane Zustimmung auch der Bundesregierung zu einem Europa der mehr Geschwindigkeiten geht da genau auf das Thema, was Sie ansprechen, Herr Krause, nämlich Vertrauensverlust. Also die Argumentation ist, und die finde ich stichhaltig, wie schaffen wir das, dass die Menschen in unseren Ländern der Europäischen Union, die in der Mehrheit überhaupt nichts gegen europäische Zusammenarbeit haben, die einen Frust haben gegenüber institutionellen Dingen und so weiter. Viele der Niederländer, da gibt es ja schon noch einige. Ja, aber es gibt Unterschiede in der Frage, wenn Sie sich mal die Umfragen angucken, was stört mich an der EU und wie ist insgesamt meine europäische Einstellung. Also dass die Menschen brauchen ein Zeichen, dass europäische Zusammenarbeit sich lohnt, dass am Ende Regierungen um den Tisch herum sitzen, die miteinander vernünftig reden können, wo man nicht immer vorab erwarten muss, dass das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Weil die Dinge, die wir inzwischen verhandeln und seit Beginn der 90er Jahre mit dem Vertrag von Maastricht, das sind ja nicht irgendwie Ornamente oder das so dass noch ein kleines Häubchen obendrauf, sondern das ist das Eingemachte. Das sind wirklich Dinge, die Menschen in unseren Ländern alle betreffen. Und das Zeichen zu setzen, dass jetzt mit einer großen Ernsthaftigkeit eine Kerngruppe von EU-Mitgliedstaaten, die sehr unterschiedlich sind, auch in ihren Positionen zur Eurozone und so weiter, sagen, wir haben diese Ernsthaftigkeit wiedergefunden, weil uns innerhalb der EU das Dach bröselt und uns die Welt um die Ohren zu dieser Kerngruppe. Naja, wenn man sich anschaut, was die Franzosen, also Hollande hat zu einem Gipfel eingeladen, da haben sich zumindest die Italiener, die Spanier, die Deutschen und die Franzosen, also vier wesentliche große Mitgliedstaaten, was natürlich den Mittleren und Kleinen auch nicht immer so gut gefallen kann, nachvollziehbarerweise, aber hingestellt und haben gesagt, wir haben eine Verantwortung dafür, vor den Feierlichkeiten zu den römischen Verträgen noch mal deutlich zu machen, dass wir dieses Europa nicht ausfasern lassen können. Und andere sind dem auch nicht abgeneigt. Das ist jetzt keine Vierertruppe, die sich da abspaltet. Die dann sich über an ganz andere das ist eine kritische Masse. Wobei, ich meine, das ist ja jetzt noch nicht gesagt, dass das sozusagen eine neue Kerngruppe oder sowas werden soll. Das ist auch nicht die Intention unseres Vorschlages. Ich gebe in einer Sache dem Herrn Krause recht. Die größte Gefahr und die größte Quelle von Kritik ist, Versprechen zu machen, die man dann nicht halten kann. Und genau aus diesem Grund, Das haben wir haufenweise erlebt, ne? Nicht nur auf europäischer Ebene. Genau aus diesem Grund hat Juncker jetzt gesagt, es reicht das damit. Wir bekennen jetzt Farbe. Ich möchte, dass unsere Mitgliedstaaten Farbe bekennen. Weil alle haben immer gesagt, ein großes Problem ist da, Europa soll es regeln. Jugendarbeitslosigkeit, ein europäisches Problem, Europa soll es regeln. Probleme wurden immer nach Europa geschoben, aber Europa hat nie die Mittel und die Möglichkeit bekommen, die Probleme zu lösen. Wir stehen mit europäischem Budget für 0,3% der Sozialausgaben Europas. Und damit sollen wir die Jugendarbeitslosigkeit lösen? 99,7% bei den Mitgliedstaaten. So. Und was jetzt Juncker sagt ist, ihr habt jetzt die Wahl, ihr habt die Möglichkeit, entweder wir sagen, wir reduzieren das, was wir machen und haben dort mehr Möglichkeiten. Oder einige gehen in einigen Bereichen weiter voran. Oder eine Möglichkeit, die sicher nicht unsere Möglichkeit ist, aber die am Tisch liegt, wir reduzieren auf
die Binnenmarktaktivitäten. Einige wollen uns zu Verwaltern des Binnenmarkts machen. Mhm. Das ist nicht unsere Option, aber wir sagen auch, wir sind fair in der Phase. Wir wollen nicht vorgeben eine Richtung, wir wollen die Diskussion. Genau, das ist nämlich jetzt der Punkt, wo ich Sie gerne noch mal fragen würde, wie soll denn so eine Diskussion aussehen und wie kann man denn solche Bewegungen, in denen Sie sich auch engagieren, ja damit reinnehmen? Funktioniert das? Also ich würde auch erstmal Herr Kühnel zustimmen und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, den die Kommission da gewählt hat, weil man hat erkannt, dass die Europäische Union nicht sozusagen ein Rad ist, was immer weiterfährt und wenn es nicht weiterfährt und man sich weiter integriert, dann wird man umfallen, sondern wir sehen, dass die Chancen sehr real sind, dass es wieder zurückgehen kann. Das sehen wir am Brexit, das sehen wir auch an der Migrationspolitik zum Teil. Und vor dem Hintergrund zu sagen, wir haben die und die und die Optionen, in die Richtung, die wir uns entwickeln können, finde ich erstmal grundsätzlich ganz gut. Aber ich glaube, hier ist auch so ein bisschen der Weg das Ziel, weil aus meiner Perspektive, und Herr Krause hat ja eben den Vertrauensverlust angesprochen, reicht es einfach nicht mehr aus, dass es jetzt beim Europäischen Rat diskutiert wird, dass dann die Mitgliedstaaten und die Regierung darüber diskutieren und dann die Kommission am Ende sich für einen Weg entscheidet mit den Mitgliedstaaten, sondern man muss es im Grunde viel, viel breiter diskutieren. Und eigentlich muss dieses Weißbuch jetzt der Auftakt sein für eine ganz, ganz breite Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Vereinen, mit Verbänden, sozusagen mit all dem, was man demokratische Zivilgesellschaft nennt. Aber verspricht man da nicht viel mehr? Dann sagt man, ihr dürft alle mitmachen und nachher ist dann doch entscheidend, ist doch ein paar. Naja, nee, ich glaube nicht unbedingt, weil es gibt das im Grunde halt viele so. Veranstaltungen. Genau, man muss halt natürlich irgendwie einen Entscheidungsfindungsprozess stattfinden lassen. Das ist Demokratie. Aber ich glaube, das ganz, ganz Wichtige ist, dass dieses Weißbuch die Möglichkeit aufzeigt, dass nicht alles alternativlos ist. Das ist sozusagen dieser Diskurs, in dem wir uns seit 2008 befinden. So, wir haben keine Alternativen, wir müssen das jetzt machen. Und hier haben wir Alternativen und wir können uns einbringen. Und wir können sagen, okay, entweder gehen wir jeden Sonntag auf die Straße zur Pulse of Europe Demo und sagen, ich will einfach nur ein besseres Europa. Aber ich glaube, das reicht nicht. Und da sind die Ideen der Kommission ganz gut, dass wir uns auch mal Gedanken machen müssen, wie sieht denn das aussehen, aus? Ne? Genau, Herr Krause. Was aber im Übrigen auch ein Zeichen ist, dass die Menschen wieder für Europa auf die Straße gehen und anfangen. Das finde ich sehr interessant. Da ist das Gespür inzwischen auch da. Da geht uns was verloren, was sehr wertvoll ist. Und ich finde, dass Sie da was ganz Entscheidendes an der Stelle sagen. Umgekehrt ist natürlich, wenn wir die Debatte jetzt vergleichen mit dem, was wir ja alle schon in den letzten Jahren der verschiedenen Europadebatten erlebt haben, nämlich Fragen von europäischer Verfassung, Fragen von Zukunftsfähigkeit und so weiter. Die Situation ist heute realpolitisch ja eine ganz andere. Also der Druck, der auf dem Kessel ist, ist sehr viel größer. Die Mitgliedstaaten sind untereinander so gespalten wie nie zuvor. Das darf man gar nicht beschönigen. Aber gleichzeitig ist eine Weltlage da, wo selbst einer unserer wesentlichsten Partner, die Vereinigten Staaten, anfangen mit einem Präsidenten das europäische Projekt zu torpedieren und das Europa nicht mehr zu wollen. Das heißt, der Handlungsdruck ist enorm. Und sozusagen die Möglichkeit, jetzt zu mobilisieren, einen Konsultationsprozess, ich glaube, das muss nicht von oben kommen, das muss organischer, politischer sein. Und ich sehe Ansätze dazu und das beruhigt mich in gewisser Weise. Und ich glaube, das ist letztlich auch das... Also, ja. Ja, nee, sag mal, machen wir ruhig. Nee, und ich glaube, das ist letztlich auch das Wichtige, dass das sozusagen von unten kommt und dass man sozusagen die klaren Optionen auf dem Tisch hat. So. Und dass es sozusagen den Leuten halt auch einfacher macht, zu sagen, so, was will ich denn jetzt für ein Europa? Also ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Herr Krause, könnte das auch naiv sein, dass man sagt, okay, man geht jetzt, so wie hier in Berlin, jeden Sonntag auf den Gendarmenmarkt um 14 Uhr und schwenkt europäische Fahnen, weil man sagt, man will irgendwie dieses Gefühl des grenzenlosen Europas, des Euros, der Möglichkeit zu studieren. Es sind ja auch viele junge Leute, die dabei sind. Aber auf der anderen Seite haben wir diese wirklich sehr extreme, ernste Weltlage. Passt das eigentlich zusammen? Ich finde das überhaupt nicht naiv und ich freue mich, dass da die schweigende Mehrheit anfängt, ein bisschen lauter zu werden. Mhm. Wissen Sie, dieses europäische Projekt ist für unser Wohlergehen existenziell wichtig. Aber wir werden es nur retten, wenn wir seine Schwächen auch gerade benennen und da nicht dran vorbeireden, wie wir es eigentlich immer tun. Und dazu gehören andere Fragen als die Kommission gestellt hat. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Vereinbarungen um, die wir treffen? Gelten die dann? Oder gelten die nur bei Sonnenschein? Oder gelten die immer nur zur Hälfte?
Ich meine, wir haben doch Sachen, Schengen-Zone, wir wussten, Binnengrenzen kann man nur aufheben, wenn man die Außengrenze kontrolliert. Das eine haben wir gemacht, das andere nicht. Und wir haben es auch so konstruiert, dass es nicht geht. Euro haben wir gewusst, können wir nur machen, wenn wir bestimmte Regeln für den Umgang mit so einer Währung machen. Wir haben den Euro eingeführt, aber die Regeln missachten wir andauernd. Und haben darüber auch tiefgreifende Meinungsunterschiede. Das ist so diese Frage bei Kerneuropa. Frankreich und Deutschland sind über den Euro völlig uneins. So, wie soll denn da in Kerneuropa gehen? Und das muss man ausdiskutieren. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen, und erst recht die da jetzt demonstrieren für Europa, dass die sich eigentlich ein starkes Europa wünschen. Ein Europa, das in der Welt mitspielen kann, nicht militärisch, sondern aber das zum Beispiel uns auch ein Stückchen unabhängiger von den Launen amerikanischer Wähler macht. Aber wer soll dann in diesem Europa den Ton angeben? Die Stärke einer Gemeinschaft, die resultiert nicht nur aus ihrer Größe, sondern die resultiert auch aus ihrer inneren Geschlossenheit. Und ich glaube, dass wenn wir ein starkes Europa wollen, wenn wir es wirklich wollen, dann stellt sich die Frage, ob wir nicht auch durch eine Art Selbstreinigungsprozess oder wie immer man das nennen will, gehen. Wenn Leute in einem Fußballverein Handball spielen wollen, dann müssen sie halt gehen. Der Fußballverein spielt Fußball. Und dann können die nicht hinterher zu einem Handballverein umfunktionieren wollen. Es sei denn, alle entscheiden sich dafür, Handball zu spielen. Und dann kann ich sagen, das steht am Anfang des ganzen Prozesses. Dann muss man ganz einfach sagen, Europa ist ohne Länder wie Ungarn prima ausgekommen. Die brauchen wir nicht. Wir hätten sie lieber bei uns. Wir sind die EWG hat sich wunderbar entwickelt. Wenn ihr das Spiel, was wir alle spielen wollten, ihr seid dem Club beigetreten, der so war, wie er war und der Fußball spielen wollte. Und jetzt kommt nicht hinterher und fängt an, Handball zu spielen. Nein, aber Herr Krause, der Club entwickelt sich. Sie müssen das so sagen, Herr Kühnel. Dafür ist Herr Kühnel auch hier, deshalb soll Herr Kühnel das jetzt auch mal sagen. Moment, Herr Krause. Ich will nur sagen, die Alternative ist, Sie müssen dasselbe Spiel spielen wollen in so einer Vereinigung. Ja, die Frage ist, wer schreibt die Spielregeln? Herr Krause, Sie haben begonnen, Deutschland, ich bin Österreicher, wir sind später dazugekommen. Wir sind einem Verein beigetreten, der großartig funktioniert hat. Wir durften beitreten, wir waren stolz beizutreten. Und wir haben uns gefreut. Ich war 94 mit auf den Straßen, so wie jetzt die jungen Menschen auf die Straßen gehen, um für Europa zu demonstrieren. Wir waren fähnchenschwingend mit der Europafahne unterwegs. Großartig, wir durften beitreten. Einem Verein, den wir bewundert haben, den wir jetzt aber auch mitgestalten. Und so wie wir beigetreten sind und mit unserem Beitritt mitgestalten, bei allem Respekt vor den Gründungsmitgliedern, Deutschland, Frankreich, Italien, den Benelux-Ländern, ist das neue Europa ein Europa, das eben auch die neuen Mitgliedstaaten respektieren muss. Und es kann auch nicht so sein, dass die alten Mitgliedstaaten vorgeben, nach welcher Pfeife die neuen tanzen müssen. Und das ist ein gemeinsames Projekt. Und das Wichtige ist, dass wir uns einigen auf gewisse Grundwerte und dass wir uns einigen auf eine gewisse Grundrichtung, die wir machen wollen. Und da sind wir uns, glaube ich, schon einig, müssen alle auch gemeinsam interessiert sein, voranzugehen. Und was die Briten eben nicht verstanden haben über die Jahre ist, dass wenn man permanent den schwarzen Peter immer nach Brüssel schiebt, immer sagt, die EU ist schuld für alle schlechten Dinge dieser Welt, dann kommt das irgendwann einmal zurück. Und ich glaube, diese Schockwelle, die da am 23. Juni durch Europa geschwemmt ist, die ist jetzt der Beginn eines Prozesses. Eines Diskussionsprozesses. Also auch eine Chance. Wo wir ganz ehrlich und offen die Schwächen ansprechen. Und ich freue mich auch, Herr Krause, wenn Sie die Schwächen identifizieren und ansprechen. Wir müssen das machen. Wir können nicht mehr drüber hinwegreden und drüber hinwegschauen. Wir dürfen nicht schönreden. Ja, die Frage ist aber, wer macht es und wer ist dann jetzt sozusagen, die Polen werfen den Deutschen vor, dass die Deutschen dominant sind. Also wer ist denn jetzt derjenige, der sagt, ja, wo es lang geht sozusagen? Ich wollte eigentlich gerade noch eher bei Herrn Kühnel einhaken, weil ich sehe einfach, dass ganz, ganz große Problem. Ich bin persönlich, die Polen sind ein großartiges Volk, ganz, ganz viele Leute, die da sehr proeuropäisch sind, genauso im Übrigen wie in Ungarn. Aber ich glaube, dass wir einfach ein massives Problem haben, was europäische Werte, was Rechtsstaatlichkeit und Demokratie angeht, weil wir einfach dieses Phänomen haben, dass sozusagen demokratische Wahlen als Art demokratische Autarkie genutzt werden. Also sozusagen ein Herr Orban sagt, ich habe die Wahlen gewonnen, das ist richtig und das gibt mir das Recht, den Staat so umzubauen, wie ich es will, weil ich habe die Wahlen gewonnen. Und Ähnliches sehen wir jetzt auch gerade in Polen. Und da ist einfach irgendwann der Punkt erreicht. Es gibt ja auch die formelle
das Verfahren gegen Polen. Aber ich glaube, da muss man schon, kommt man an einen Punkt, wo es dann auch irgendwann nicht mehr weitergeht und wo es dann, man sich dann auch wirklich überlegen kann, wie können wir, wenn wir uns auf diese gemeinsame Basis geeinigt haben, die nicht verhandelbar ist, wie gehen wir damit um, wenn ein Mitgliedstaat oder mehrere wirklich dauerhaft und systematisch diese Grundwerte verletzt? Also muss es die Möglichkeit geben, jemanden rauszuschmeißen? Ich würde Ihnen auch Herrn Kühne was entgegnen, weil ich Ihnen in einem Punkt nicht zustimme. Natürlich müssen alle Mitgliedstaaten der heutigen EU die Europäische Union mitgestalten. Das geht aber nicht, wenn sie an die Grundlagen der EU gehen. Europa basiert auf dem Prinzip, dass wir unsere nationalen Souveränitäten zusammenpacken und gemeinsam die Souveränität ausüben. Dazu passt nicht, dass man sagt, ich mache alles national souverän. Nur wenn es um die Kasse geht, dann greife ich gerne nach Brüssel. Eine Meinung. Das geht nicht. Aber dann ist das Konstrukt doch falsch. Das ist aber das, was Ungarn mindestens so praktiziert, ganz laut, und was die jetzige polnische Regierung so akzeptiert. Und in Ungarn haben wir eben leider nicht den Widerstand der Bevölkerung gegen diesen Kurs. Nicht mal einer nennenswerten Minderheit. Es ist eine sehr kleine Minderheit, die es zwar gibt, aber die fast keine Chance mehr hat, sich zu artikulieren. Aber auch, weil das Mediensystem ganz massiv eingeschränkt wurde. Fast keine Chance mehr hat, sich zu artikulieren. Polen ist auf dem Weg dahin. Aber die Basis, dass wir unsere Souveränität gemeinsam ausüben wollen, die darf keiner in Frage stellen. Das tun sie aber. Ja, und deswegen glaube ich, dass damit man eventuell durch diesen Selbstreinigungsprozess gehen muss. Mhm. Frau Möller. Es ist ja ein Zeichen, dass eben einzelne Mitgliedstaaten, die eigentlich das Risiko ungern eingehen wollen, zu sagen, wir gehen jetzt mal voran und versuchen mal hier wieder Dynamik reinzubringen, die Deutschen gehören dazu, wir haben es gesagt. Das ist ein Zeichen ja, dass man auch mal klarere Kante zeigen will. Und ich finde ganz interessant, Herr Kühnel sagte es, der britische Austritt aus der EU hat die Reihen ziemlich schnell geschlossen. Man hat sich in Bratislava im letzten Jahr tief in die Augen geschaut und hat gesagt, sind wir am Ende besser drin oder draußen? Und da, entgegen aller sonstigen Querelen, ist inzwischen die Front ziemlich klar. Und die Tatsache, dass es um uns herum in Europa extrem schwierig aussieht, was die Sicherheitslage angeht, an unseren Grenzen, die Migrationsthematik, eine russische Annexionspolitik, die Frage, dass wir überhaupt nicht mehr einschätzen können, wo unser wesentlicher Partner, die Vereinigten Staaten, hingehen, das trägt natürlich alles dazu bei, dass wir jetzt stärker. Also weil jetzt fängt es ja an, es war jetzt noch ein Gipfel nochmal mit den Briten, dann hört es ja auf mit den Briten. Wird man da so eine Lösung finden, die dann irgendwie doch nur so halb ist? Ja, die Briten sind ja sozusagen, solange sie dabei sind, auch noch dabei. Man muss natürlich gucken, die Zukunftsthemen verhandelt man jetzt ohne sie. Das ist auch konsequent und nachvollziehbar. Was muss halten? Ich glaube, wir müssen ein neues Verständnis dafür gewinnen, dass es nicht diese Frontstellung zwischen EU und Mitgliedstaaten gibt. Institutionen in Brüssel auf der einen Seite und die Mitgliedstaaten, die Hauptstädte auf der anderen Seite. Ich arbeite ja für eine Organisation, die versucht sozusagen das auch aufzubohren, zu sagen, das gehört zusammen. Das ist aber nicht normal, dass das zusammengedacht wird. Das ist auch ein Anpassungsprozess. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wird niemals dieses Gefühl entstehen, dass wir hier nicht Kräfte haben, die gegeneinander arbeiten, sondern es sind unterschiedliche Arenen. Die muss man klug miteinander verknüpfen. Da wird auch Politik gemacht. Das ist ja nicht irgendwie ein technokratisches Gebilde. Wer macht das? Ne? Und ja, und wer geht da voran? Wer es macht, ist klar. Es gibt ganz klare Zuständigkeiten in Feldern, wo die europäischen Institutionen, insbesondere die Europäische Kommission, im Wesentlichen das Sagen hat. Das macht auch Sinn. In vielen Feldern, die den Binnenmarkt betreffen. Es gibt Bereiche, in denen die Mitgliedstaaten stärkere Souveränität im Weiteren haben. Die Frage ist, wo brauchen wir mehr Souveränität für die gemeinsame europäische Ebene? Wo müssen wir gucken, gibt es auch Möglichkeiten, Mitgliedstaaten selber laufen zu lassen? Wo gibt es formloserer Kooperation? Das sind Aushandlungen, die kann man erreichen, das ist nicht unmöglich. Also Sie sind ja ganz positiv sozusagen. Sie sagen, wir nehmen diesen Brexit-Schock und gucken halt eben dann doch nach vorne, so verstehe ich Sie zumindest. Bisher ist das Ganze doch alternativlos. Also wenn die EU nicht da wäre, Herr würde man sie wahrscheinlich anders erfinden, aber man würde sie erfinden. Ich würde trotzdem gerne wissen, also wer soll da sozusagen, wie wichtig ist, dass Deutschland da jetzt wirklich ganz stark vorangeht? Auf der anderen Seite die Gefahr, dass es dann zu dominant ist. Also wie soll man damit umgehen? Wer muss da jetzt den Ton angeben? Ich frage Sie mal, wer gibt in Deutschland den Ton an? Weil es ist ja auch ein föderaler Staat und ihr habt die Bundesländer und je nach Thema sind es manchmal die Länder. Ob Sie die Bayern fragen oder die Berliner? So ist es. Das wollte ich jetzt nicht so explizit sagen, aber... So ähnlich ist es in Europa. Natürlich brauchen wir Mitgliedstaaten, die hinter der Sache stehen, die auch sich verschreiben, dem Projekt zusammenzuwachsen und zusammenzustehen. Und das müssen alle Mitgliedstaaten machen. Und dass innerhalb der Mitgliedstaaten ein paar größer und ein paar
einflussreicher sind als andere, das ist ja ohnehin offensichtlich. Mhm. Und wir brauchen natürlich ein starkes Deutschland in Europa. Wir brauchen insbesondere auch eine funktionierende deutsch-französische Partnerschaft. Das war immer ganz wichtig in Deutschland. Aber wir brauchen vor allem auch ein Verständnis zwischen jetzt den Institutionen und den Mitgliedstaaten, dass wir im gleichen Boot sitzen und am gleichen Strang ziehen und nicht gegeneinander arbeiten. So wenig wie wir Europa gegen oder ohne die Mitgliedstaaten regieren können, so wenig können die Mitgliedstaaten in Europa sich organisieren ohne uns. Und dieses Weißbuch hat ganz bewusst in keinem Wort Institutionen oder Kompetenzen oder solche Fachbegriffe in den Mund genommen, sondern gesagt, wie wollen wir eigentlich unsere Zukunft gestalten? Und dann schauen wir uns an, welche Wege führen uns dorthin. Mhm. Und was wir machen, ist ein Wegschild, einen Wegweiser aufstellen, aber ohne in der Phase über Institutionen oder Kompetenzen zu diskutieren. Also ein ganz guter erster Schritt. Also so ganz glaube ich nicht an diese schöne neue Welt. Sie müssen manchmal konfrontativ sein. Ich meine, Sie haben in der Kommission manchmal Volksbeglücker, die in die Bereiche eingreifen, wo man sich an den Kopf packt. Und da müssen Sie Widerstand kriegen aus den Mitgliedstaaten. Und oft so, es gibt oft eine Missachtung von Kulturen in den Mitgliedstaaten, weil die Kommission ihrer Rationalität und ihrer Logik folgt, die zweifellos eine ist. Ja. Aber sie ist nicht die einzige. Wir wollen doch diskutieren. Ja, ich hatte da auch nochmal so eine total... Aber die jungen Europäer kommen nicht immer so gut zu Wort. Deshalb muss man die... Nee, ich hätte da nur nochmal so eine ganz revolutionär erscheinende Idee. Und zwar, wir haben jetzt ganz viel über die Mitgliedstaaten geredet und wer jetzt da im Konzert der Stimmen die lauteste sein wird. Und letztlich sind wir ja alle parlamentarische Demokratien. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir viel zu wenig diskutieren, dass sozusagen wir uns immer sehr natürlich, die Mitgliedstaaten sind die Herren der Verträge. Vertragsänderungen gibt es nur mit mitgliedstaatlicher Einverständnis, aber dass wir letztlich uns auch überlegen müssen, wie können wir denn überhaupt Debatten organisieren? Und da sind nicht die Regierungen die besten Institutionen, um solche Debatten zu organisieren, sondern es sind Parlamente, es ist das Europäische Parlament, es sind die nationalen Parlamente, weil da hat man auch parteipolitische Auseinandersetzung. Da kann man sagen, so, was wollen wir denn jetzt für ein Europa? Und wenn wir sozusagen überlegen, wie können wir so einen europäischen Diskurs führen, dann läuft es über die Parteien, die sich auch europäisch vernetzen und die einfach in den nationalen Parlamenten, im Europaparlament so eine Debatte führen können und die immer, nicht immer nur ist, naja, das ist hier unsere nationale Idee und das sozusagen will Deutschland, das will Frankreich, das wollen die Niederlande, sondern das ist dann eher eine politische Auseinandersetzung über die Richtung, in die man geht. Wir haben ja auch zunehmend antieuropäische Parteien in Europa. Ja, aber das muss man aushalten. Also das ist genau. Also das sind halt im Europäischen Parlament, glaube ich, 20% mehr oder minder. Die sind nicht in der Mehrheit. Und ich glaube, diese Debatte müssen wir einfach führen. Wir können uns doch nicht immer von den Rechten und von den Populisten treiben lassen und sagen, oh mein Gott, das könnte gegen uns verwendet werden. Weil man sieht ja jetzt bei den Demonstrationen, die Leute gehen auf die Straße und das ist die Mehrheit, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Jetzt haben wir ja morgen noch einen Gipfeltag wieder, wo dann auch Polen ist ja nicht abgereist. Also wo? Noch nicht. Noch nicht. Wo man sich halt eben aber zusammen. Aber Großbritannien reist ab morgen. Ja. Wo es um die zu Hause genug zu tun. Genau, es soll ja um die Zukunft gehen. Und man will ja Ende März eben in Rom feiern, 60 Jahre europäische Verträge, das war der Anfang. Bei dem 50-Jährigen, da hieß das Motto, wir sind zu unserem Glück vereint. Das hat die Bundeskanzlerin auch heute noch mal im Bundestag gesagt, bei ihrer Regierungserklärung. Wenn es ein neues Motto geben soll für Rom, wer schmeißt was in den Ring, Herr Kühnel? Hätten Sie eine Idee? Was wäre das richtige Signal? Was den Römern gefallen würde, wäre, alle Wege führen aus Rom. das zeigt vielleicht auch, dass wir im Unterschied zu damals zur Berliner Erklärung, wo wir einen langen Diskussionsprozess nach dem gescheiterten Verfassungsvertrag zu einem guten Ende gebracht haben, auch da gab es viel Debatte und viel Kritik und Europaskepsis, stehen wir jetzt am Beginn. Wir sind jetzt in Wahrheit, und ich glaube, das darf man gar nicht geringschätzen, in einer Geburtsphase eines Europa der 27. Das ist nicht das Weiterschreiben des Europas der 28. Und das wird in Rom beginnen. Daher glaube ich, geht es nicht so sehr um das große Motto, das am Schluss steht, sondern von Rom beginnt ein Prozess zu laufen, der Richtung Europawahlen, dann sind wir beim demokratischen Abstimmungsverhalten, Europawahlen 2019, laufen wird. Also ich fand damals schon, wir sind zu unserem Glück vereint recht salbungsvoll. Und ich glaube, wir haben schon einen Überschuss an dieser Europa-Rhetorik.
Und ich, manchmal berührt die mich auch. Aber momentan berührt mich eher, wenn sich Mitgliedstaaten in Rom auf einen der Hügel, sind sie auf dem Kapitol, hinstellen und sagen, so, wir wissen, hier läuft einiges falsch, aber es gibt viel anzupacken, das müssen wir jetzt machen. Ärmel hoch. Mhm. Also etwas, was sozusagen eher zeigt, mit Ernsthaftigkeit, also gehen wir jetzt in den Arbeitsmodus. Die Trümmerfrau-Symbolik. Na, man will nicht noch einmal sozusagen eine hochfliegende Erklärung haben. Ja. Das trifft den Ton, glaube ich, nicht. Haben Sie beide noch? Ich glaube, der Geist, der dem sozusagen aus Rom nach Europa getragen werden sollte, sollte der der Solidarität sein. Das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen zwischen Mitgliedstaaten und in der Welt ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ohne dass ich jetzt so einen tollen Satz habe, aber sozusagen, dass das eigentlich uns leiten sollte. Da sagt Herr Kruse nein. Entschuldigung, der Flüchtlingsfrage war Deutschland bis zum Sommer 2015 darum sage ich ja, wenn extrem. Ich mir was wünschen könnte. Dieser Geist ist einfach nicht da. Den muss ich doch erst mal haben, bevor ich ihn irgendwo hintragen kann. Also ich stimme zu. Es wäre wunderbar, wenn unsere Regierenden nicht immer wieder diese Sahnesoße über all die Brüche gießen würden, so als ob, um die zuzukleistern, sondern wenn sie einmal sagen würden, wir haben verstanden, dass ihr verstanden habt. Denn ich glaube, Bürger haben nicht immer im Detail, das müssen sie auch gar nicht, sie haben ganz gut begriffen, in welchem Zustand dieses Europa ist. Und es ist beruhigend zu sehen, dass es den meisten Leuten eigentlich eher wehtut, in welchem Zustand unser Europa ist. Und wenn Regierende das aufnehmen würden, sagen wir, gehen damit ernsthaft und verantwortungsbewusst um. Und da, wo Leute unter uns das nicht wollen, werden wir Wege finden, das zu finden. Okay, also ich nehme mit, mehr Schwarzbrot, weniger Sahnesoße für Europa. Vielen Dank für die Diskussion und vielen Dank, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie bei Phoenix. Tschüss.